Yes. Oder eher noch, willkommen zu der Show. Geht's los? Nur Soundcheck. Ah. Guten Abend, ich bin nur ein Mensch. Ich sprech für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Aber ihr wisst schon, dass eigentlich ist es gar nicht wichtig, ob ich hier stehe, welcher Reden hier da steht, ob Ken da ist oder ob Morgan da ist. Ihr alle seid wichtig. Es ist wichtig, dass ihr hier seid. Dankeschön. Ich finde auch großartig, dass diese beiden Flaggen da sind. Ich fände es noch großartiger, wenn noch 190 Flaggen mehr da wären. Eine Flagge für jede einzelne Nation, für die wir hier stehen. Aber zwei sind schon mal ein Anfang. Zwei sind ein Anfang, finde ich super. Weil es sind auch nicht meine Gegner, muss ich definitiv widersprechen. Das sind genauso meine Freunde. Die Leute sind Gegner, die Waffen in der Hand halten und auf andere Menschen zielen, die andere Menschen töten. Faschisten, Leute, die Gewalt anwenden, das sind unsere Feinde. Weil uns probiert man nämlich gerade zu sagen, die einen, die die Waffen in der Hand halten, das sind alles Gute. Und die anderen, die Waffen in der Hand halten, das sind alles Schlechte. Wie kann jemand, der andere Menschen tötet, gut sein? Und deswegen kommt jetzt der nächste Song, wo ich einfach ganz klar Stellung beziehe, für was ich hier bin. Und dieser Song heißt Peace. Let's go. Und später brauche ich eure Unterstützung. Achtet auf den Text. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich habe mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Strom abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar dein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir alle aufstehen müssen, dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür rede ich, dafür stehe ich. Peace! Keine Forderung, das lebe ich. Peace! Egal was kommt, ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Kommt schon, schreit mit, dass alle es hören. Peace! Peace! Schreit so laut, dass die ganze Stadt uns hört. Peace! Peace! Während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen nichts, denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen. Kriegerische Hetze dieser installierten Presse. Journalisten helfen mir, Klienten Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen, wir sind Schwestern und Brüder. Und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Meinung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, dass diese Schmierfinke schmieren und sie zielen auf das Wir. Das friedlich agiert, werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm. Der Shitstorm seid ihr. Peace! Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace! Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace! Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Schreit so laut, dass in Washington es alle hören. Peace! Schaut so laut, dass sie uns auch in Moskau hören. Peace! 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 Und Friede ist nicht rechts, Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren. Und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Massenpsychologie aus den Gedanken verbiegen, wenn sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie zählen auf unser Denken, unumgänglich, unterschwellig, um zu lenken, was wir von den Russen denken. Quatsch, Mann, das sind 140 Millionen Leute, genauso wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, an beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrie, die an Schüssen gut verdienen, es zählen nicht Mütter, die laut schrien, sie sind süchtig nach Profit.
Nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist so und wir sitzen im selben Boot. Wie war la Revolution? Hebt eure Hände hoch. Peace. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir. Peace. Peace. Eine Forderung, das leben wir. Peace. Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Komm schon, schreit, damit die ganze Welt uns hört. Peace. 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 Schreit so laut, dass Berlin und Brüssel uns hört. Peace. 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 Dankeschön. Wunderbar. Zu diesem Song jetzt bald ein Video geben und auch übersetzt in Spanisch, Englisch, Deutsch und Russisch, damit die ganze Welt uns verstehen kann, was wir wollen. Und das ist Frieden! Ich bin jede Woche auf der Straße für den Frieden, immer wieder in anderen Städten. Und um ehrlich zu sein, ich habe gar keinen Bezug zu Krieg. Wenn ich meine ersten Erinnerungen an Krieg sind, wie ich mit meinem großen Bruder im Kinderzimmer spiele, mit so kleinen Plastikfiguren. Und wisst ihr was? Ich finde das wundervoll. Ich will, dass meine Kinder und Enkel die gleichen ersten Erinnerungen an Krieg haben. Denn ich kenne ein paar Menschen, die im Krieg waren. Meine Oma, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Ja? Oder auch einen Afghanen, das ist ein Freund von mir, der fliehen musste. Und egal welche Leute ich frage, die im Krieg waren, keiner sagt, boah, das war geil, da musst du auch unbedingt mal hin. Niemals!